Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Kaum ist die Erhöhung des Rundfunkbeitrages gescheitert, schon gehen die Probleme bei ARD und ZDF erst richtig los. Da ist eine regelrechte Panik ausgebrochen, anders kann man das gar nicht sagen. Tom Buro hat schon angekündigt, dass das Programm auf jeden Fall nun gekürzt werden muss. Und der Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht, der wurde ja auch erstmal abgelehnt. Es wird also spannend, was da kommt. Und nun geht es los. Die Stimmen werden laut, sogar aus den etablierten Parteien. Das ist eine regelrechte Sensation, dass ARD und ZDF sich dringend reformieren müssten. Und es könnte wirklich der Untergang oder das Ende von ARD und ZDF in der Form sein, wie wir es kennen. Deswegen bleibt unbedingt dran bei diesem Beitrag. Es war eine der besten Nachrichten zum Ende dieses Jahres. Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag von ARD und ZDF abgelehnt. Der Rundfunkbeitrag wird erstmal nicht erhöht. Natürlich steht das Hauptverfahren noch aus und da kann natürlich auch noch ein Richterspruch kommen, der uns vielleicht nicht so gut gefallen wird, aber die Signalwirkung, die ist schon sehr stark. Es gibt offensichtlich keine Eile bei der Sache. ARD und ZDF können das, was sie sagen, nämlich alles bricht zusammen, wenn wir nicht sofort mehr Geld bekommen, das können sie gerichtlich erstmal nicht durchsetzen, weil es einfach absoluter Quatsch ist. Und mal ganz ehrlich, wenn man da wirklich 8 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung hat, sogar etwas mehr, dann ist es natürlich so, dass man sich fragen muss, kann man vielleicht das auch anders machen? Kann man vielleicht auch sparen? Und genau das ist das, wo ich auch prognostiziere, dass es darauf hinauslaufen wird. Das Bundesverfassungsgericht wird sicherlich anmerken, dass gerade in der Corona-Krise eine Beitragserhöhung nicht gerade die fairste Methode ist und dass es ja auch sehr viele Empfehlungen schon gab in der Vergangenheit, zum Beispiel von der Kommission, die zuständig ist, die Rundfunkbeiträge zu prüfen und die Höhe festzulegen, dass da ja die Gehälter bei ARD und ZDF zu hoch wären und gesenkt werden müssten. Das ist aber auch nie passiert. Und deswegen die gerichtlichen Chancen von ARD und ZDF, die sind nicht wirklich gut. Und nun ist etwas passiert, das kann man eigentlich nur als Sensation betrachten. Denn es war lange Zeit ausgeschlossen, dass ARD und ZDF überhaupt mal offen in Frage gestellt werden und gesellschaftlich überhaupt diskutiert wird, ob die einen Fortbestand haben können. Aber genau das ist jetzt passiert und Achtung, es ist endlich bei den Parteien der Mitte angekommen, beziehungsweise beim politischen Establishment, unter anderem auch bei der CDU. Und da lesen wir mal rein, einen Weltartikel, der hat es wirklich in sich. Da heißt es nämlich: Nach dem vorläufigen Stopp für die Erhöhung der Rundfunkgebühren werden auch innerhalb der CDU die Stimmen lauter, die eine radikale Abkehr vom aktuellen System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordern. In einer internen Diskussionsgrundlage der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU schlagen die Autoren vor, sämtliche Unterhaltungsformate in ARD, ZDF und Deutschlandradio zu streichen, Sportberichterstattung solle deutlich eingeschränkt werden, mehr noch, die Sender sollten fusionieren, nur eine Anstalt dürfe am Ende übrig bleiben. Leute, das ist wirklich ein starkes Stück. Also nur eine einzige Anstalt könnte am Ende übrig bleiben, wenn sich diese Pläne durchsetzen würden. Und es würde ja Folgendes bedeuten. Diese ganzen überflüssig Beschäftigten in zig verschiedenen Formaten, seien es irgendwelche Entertainment-Formate, seien es irgendwelche überflüssigen Talkshows oder auch Kochshows oder so, diese Leute, die würden praktisch um ihre Pfründe gebracht. Also all das, was diese Leute da haben, diese Privilegien, die wären plötzlich weg. Das wäre ein krasser Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, das Establishment, das zittert gerade richtig. Demselben Weltartikel ist übrigens auch etwas zu entnehmen, was sehr interessant ist, denn es scheint so, als wäre es in den Parteien der CDU und übrigens auch in der FDP, in der hessischen FDP gab es auch einen Vorschlag zur Privatisierung von ARD und ZDF, aber wie gesagt, vor allem in der CDU, um auf den Weltartikel zurückzukommen, da gibt es sehr viele Stimmen, die den Rundfunk wirklich offen in Frage stellen und diese Debatte, die wurde mehr oder weniger von oben herab beendet, nämlich von Annegret Kramp-Karrenbauer, die meinte ja, dass diese Erhöhung eigentlich richtig wäre und da sieht man wirklich, es gibt so ein paar Parteifunktionäre, die wirklich sehr weit oben angesiedelt sind, sozusagen das Partei-Establishment. Und diese Leute, die wollen natürlich unbedingt pro Rundfunk argumentieren, die wollen, dass die Beiträge steigen, die wollen dieses System erhalten, dieses veraltete ARD- und ZDF-System. Aber man sieht eben, mehrheitsfähig ist es nicht, weder in der Bevölkerung noch in den Parteien selbst. Und das ist wirklich ein Prozess, da müssten wir uns alle mal, die gegen den Rundfunkbeitrag mobil machen, auf die Schulter klopfen. Weil Leute, ganz ehrlich, das ist ein Prozess, man sagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Und das stimmt hier wirklich sehr, denn es hat sich metapolitisch so entwickelt, dass der Druck immer stärker geworden ist von der Öffentlichkeit, von der Zivilgesellschaft, von diversen Akteuren in der Öffentlichkeit, dass ARD und ZDF praktisch gar nicht mehr anders können, als sich zwangsläufig zu reformieren. Und diese ausbleibende Erhöhung, das ist jetzt praktisch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Es ist eigentlich ganz sicher, dass da jetzt Einschnitte kommen werden, weil Tom Buro hat diese ja schon prognostiziert und nur noch weiter angekündigt, dass nun sich gravierende Verschlechterungen des Programmes sozusagen zeigen würden. Naja, man denkt sich schon, kann es eigentlich noch schlechter werden, aber das mal am Rande. Man muss sich schon wirklich die Frage stellen, was möchten ARD und ZDF in Zukunft einfach liefern und wenn es weiter so was Unqualitatives ist wie jetzt, dann haben sie den Beitrag halt auch einfach nicht verdient.
Und nun zum wichtigsten Aspekt dieses Videos. Warum müssen AD und ZDF in der jetzigen Form eigentlich unbedingt weg? Nun, es ist eine extrem gefährliche Einflussnahme auf unsere Demokratie. Denn während ja Leute wie Tom Buro immer sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der wäre wichtig für die Demokratie, das hört man generell sehr oft von Leuten, die eben bei den Öffentlich-Rechtlichen tätig sind. Manche tun ja sogar so, als wenn es die Öffentlich-Rechtlichen nicht gäbe, dann würde morgen sozusagen der neue Faschismus auferstehen. Ja, wenn die nicht mehr ihre 100.000 Euro im Jahr kriegen, dann kommt auf einmal Demokratie in Gefahr. Das ist eine tolle Logik, ich weiß, und es stimmt natürlich nicht. Wir müssen an dieser Stelle ganz klar sagen, es hat zwei Gründe. Erstens, wie ich schon sagte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in der jetzigen Funktion sogar eher gefährlich für die Demokratie, weil er extrem einseitig ist. Merkt euch hier mal zwei Zahlen. Erstens, die absolute Mehrheit der Volontäre des Rundfunks wählt Rot-Rot-Grün. Man sieht hier über 90%, blende ich euch die Quelle sogar ein. Das ist wirklich krass, da kann eine neutrale Berichterstattung wirklich gar nicht mehr erwartet werden. Und nur um das nochmal zu bestätigen, hier der zweite Fakt, eine Reuters-Studie, die ganz klar belegte, auch die Mehrheit der Zuschauer, die ARD und ZDF gut finden, das sind eben linksgerichtete, linkspolitische Menschen. Man sieht also ARD und ZDF, das ist Fernsehen von Linken für Linke. Und da muss man wirklich sagen, wer will das denn eigentlich noch gutheißen, Demokratie. Wer will sagen, das müssen dann auch Konservative mitfinanzieren. Also da kann ich nicht dahinter stehen. Und ein anderer Punkt, das sind natürlich die Gehälter. Das darf man nie vergessen, wie ich schon sagte. Das sind so viele Summen, die da gezahlt werden an so viele Funktionäre. Das sind Pensionsansprüche, da kommt ihr gar nicht mehr hinterher. Und führt euch bitte immer wieder diese unfassbare Mentalität vor Augen. Die Kommission sagt, kürzt die Gehälter. Die sagen einfach, nein, machen wir nicht. Das Bundesverfassungsgericht weist den Eilantrag ab, anstatt dass man mal überdenkt, was man da eigentlich macht, sagt man ganz trotzig wie ein Kleinkind, tja, dann kürzen wir jetzt eben die Programme, bis wir unsere Erhöhung bekommen haben. Das ist wirklich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Leute. Das müsst ihr euch mal wirklich bewusst machen, was hier eigentlich gespielt wird, beziehungsweise was für Zustände das eigentlich sind, was wir hier für eine Rundfunk-Parallelgesellschaft in diesem Staat haben von Leuten, die wirklich Gehälter haben, wo der Normalbürger nur träumen kann und der muss diese Gehälter auch noch zwangsweise finanzieren. Wir haben diese einseitige linksgrüne Meinungsmache, die wirklich extrem einseitig geworden ist mit den Jahren auch. Vielleicht war das früher etwas besser, aber aktuell ist es wirklich so, man hat in der Corona-Politik nur Panik, man hat in der Migrationspolitik einseitige Positionen, man hat in der Klimapolitik einseitige Positionen. Und ich sage euch Leute ganz ehrlich, dafür sollte kein Bürger in einer Demokratie mehr zahlen müssen. Wenn ihr das auch so seht, teilt bitte dieses Video überall. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr das macht und wenn ihr zeigt, dieses Rundfunksystem, das ist am Ende und dieses Rundfunksystem, das gehört wirklich grundlegend reformiert und vor allem auch privatisiert, dass nur die Leute zahlen müssen, die das auch sehen wollen. Wir haben also im Rundfunk diese extrem einseitige Meinungsmache, dass da wirklich immer nur die gleichen Stimmen zu Wort kommen. Und wir haben auch gesamtgesellschaftliches Problem, das wisst ihr sicherlich, dass es um die Meinungsfreiheit immer schlechter steht. Es ist ja mittlerweile so, dass andersdenkende Menschen wirklich schon aus diversen Talkshows ausgeladen werden, dass diese Menschen vielleicht auch ihren Job verlieren oder eben das Neueste, dass diese Menschen ganz aggressiv im Internet zensiert werden auf diversen Plattformen. Und deswegen wie immer mein Appell zum Ende des Videos an euch Leute, folgt mir auf all meinen Social-Media-Plattformen, die ich euch oben verlinke, ganz oben in der Videobeschreibung. Hier meine Anweisung ist der Link ganz oben drin. Wenn ihr unter dieses Video schaut, ja, dann seht ihr diesen Link von Telegram. Das ist meine zensursicherste Plattform. Kommt wirklich unbedingt alle da drauf. Ich sehe, wir wachsen da gerade wirklich sehr stark. Und das ist wirklich enorm wichtig, weil ich sehe, die Zensurgefahr, die ist immer omnipräsent in diesem Land. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich vernetzt. Deswegen auch meine anderen Kanäle hier eingeblendet. Facebook, Instagram, Twitter. Blende ich euch alles ein, verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und wirklich danke an jeden, der da folgt. Man weiß nie, wozu das noch gut ist. Was ihr eben gesehen habt, war das letzte Video von Never Forget Nikki im Jahr 2020. Aber keine Angst, 2021 geht es in alter Frische genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und deswegen noch ein paar persönliche Worte zum Schluss. Ich bin wirklich sehr zufrieden in diesem einen Bereich, auch wenn die Zeiten gerade zweifellos sehr dunkel sind, bin ich sehr zufrieden im Bereich Rundfunk, weil da sieht man wirklich, dass unsere Arbeit was bringt, dass unser Engagement, unser Aufschrei im Netz da wirklich gehört wird, dass da langsam Bewegung in die Sache reinkommt. Und ich glaube auch, wenn es so weitergeht, könnten wir es wirklich schaffen, dass dieses Rundfunksystem irgendwann der Vergangenheit angehört, dass dieses alte, nicht mehr zeitgemäße System wirklich vorbei sein wird. Und darauf freue ich mich wirklich sehr, wenn das so kommt. Ihr seht ja, das ist wirklich ein Milliardenimperium, was da wirklich einseitig grüne Meinungsmache betreibt. Ich bin, wie ihr wisst, nur ein kleiner freier Journalist. Ja, ich mache hier meine politische Meinung praktisch für euch, eure politische Meinung, die ihr teilt auf diesem Kanal. Ich mache journalistische Beiträge für euch und all das ist nur möglich, weil ihr meine Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch hier im Video ein. Seht nochmal obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und wie gesagt, das ist echt nicht selbstverständlich. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die mich dieses Jahr unterstützt haben und die es auch im nächsten Jahr tun werden. Denn dieser Kanal lebt wirklich nur durch euch und das bedeutet mir von Herzen sehr viel. Ich sehe ja, dass dieser Kanal von sehr vielen Menschen auch geschaut wird, die noch gar nicht abonniert haben. Beziehungsweise die schauen die Videos, aber haben nicht abonniert.
Wenn ihr wollt, dass dieser Kanal wirklich weiter so schnell wächst, wie er das gerade tut, und dass mehr Menschen diese Meinung sehen, auch mal drüber nachdenken, auch mal ihre Position hinterfragen, dann abonniert doch bitte einfach jetzt zum neuen Jahr und lasst uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.